Ja, liebe Zuschauer, ich bin jetzt hier in der Frozen-Abteilung des Cineplex und bei mir ist der Christoph Gumpert. Christoph, ich kenne von Frozen nur einen Song von Madonna. Was ist das? Ich hätte gedacht, du sagst, du kennst den Animationsfilm, aber okay, auch gut. Ja, das ist pünktlich zum Winter, weil es kalt wird, haben wir hier die Frozen-Maschinen uns hergestellt. Das heißt, das ist so ähnlich wie Slush, was man ja vielleicht schon kennt, aber halt von Coca-Cola. Das heißt, wir haben klassisches Coca-Cola als Frozen. Genauso dann hier Fanta blaue Himbeere, wo auch immer diese blauen Himbeeren herkommen, Erdbeere und Fanta Zitrone. Und es schmeckt, finde ich, deutlich leckerer als viele andere Slush-Sorten und hat sogar Kohlensäure mit drin. Bevor wir zu den Kinotipps kommen, wir haben hier Probierbecher, wir testen mal. Komm, mit was fängt man an, dass man geschmacklich auch noch eine Steigerung hat? Da will ich mit Zitrone anfangen. Ja, gell? Können Sie von links nach rechts durchprobieren. Ja, mach mal. Stopp! Boah, liebe Zuschauer, es schaut schon sehr zitronig aus. Jetzt machen wir unser Spezi. Nein. Aber schmeckt voll gut. Bildet auch Schichten quasi im Becher. Man darf mischen. Dann mischen wir mal. Mission possible. Aber da kriegst du schon ganz schön Druck, ne? Ja. Ist das Refill oder wie ist das? Nein, einmal befüllen und dann bitte austrinken. Aber wir bieten alle Größen an. Also von 0,3, was wir jetzt hier haben, bis 1,5 Liter. Wer sich es richtig geben möchte, kann man jede Größe haben. Kostet immer genau 1 Euro mehr als das normale Getränk in der Größe. Ja, ist ja auch schwerer. Jetzt machen wir blaue Himbeere. Blaue Himbeere. Das ist die beliebteste Sorte tatsächlich. Hat sowas wie Kaugummi, Gummibärchen, Huba Buba und mit einem Hauch von Schlumpf, ja. Jetzt machen wir noch Fanta Erdbeere. Jetzt ist das Kunstwerk im Becher komplett. Aber das kennt man. Das schmeckt auch am natürlichsten neben der Zitrone, würde ich sagen. Ja, also mein Favorite wäre jetzt auch Fanta Lemon, dann Cola, dann Erdbeere und den Schlumpf, den kriegt mein Sohn. So, jetzt kommen wir aber mal, Schlumpffilm gibt es keinen, gell? Nee, aber Clowns haben wir gerade. Also wir haben ja natürlich jetzt im Moment läuft der Joker Teil 2 als Musical. Beliebter hat sich jetzt im Ausland schon entpuppt, ist der Horrorclown, der Terrifier Teil 3. Weil wir haben ja Oktober, es geht auf Halloween zu. Das heißt, es wird auch im Kino ein bisschen horrormäßiger. Das heißt, wir haben jetzt schon neu Smile Teil 2, der auch besser sein soll sogar als der erste Teil. Dann gut, Venom ist Teil 3, Comic-Verfilmung, aber geht ja auch so ein bisschen in die Horrorrichtung. Dann wird noch kommen Salem's Lot, also eine Stephen King-Verfilmung Ende des Monats. Und eben dann der Terrifier 3, der zum ersten Mal, seit wir hier sind, ist es der erste Film, der nicht feiertagsfrei ist, der einfach zu blutrünstig ist, dass man ihn am Feiertag zeigen dürfte. Der läuft dann also nur Donnerstag, Samstag, Sonntag am Startwochenende, weil der Freitag als Feiertag dann raus ist. Muss ziemlich zur abgehen für alle, die halt auf sowas stehen. Habt ihr irgendein Halloween-Special oder macht ihr sowas oder reichen die Filme? Das planen wir noch. Okay. Nichts zu sagen. Gut, also immer mal in Cineplex gucken, ins Internet oder auf Facebook oder Insta oder wo auch immer, auf die Homepage und dann erfahren Sie es. Also, ich probiere jetzt nochmal hier den Frozen Fruit Mix und wünsche Ihnen viel Spaß bei den Trailern, die wir jetzt noch zeigen. Ja? Viel Spaß. Wenn ein König stirbt, muss sich seine Familie erheben oder sie wird alles verlieren. You should see me in a crowd. Your silence is my favorite sound. Die größte Sage aller Zeiten. Watch me make 'em bow. Hagen im Tal der Nibelungen. Im Kino. Vielen Dank, dass ihr heute Abend gekommen seid. Erheben wir unser Glas auf all diese wunderbaren Menschen. Auf euch alle! Yeah! Anna sagt, da draußen stand ein Mann. Er ist mir nachgelaufen von der Party. Geh weg von dem Fenster. Was wollen Sie? Hättest dir eine Lungenentzündung holen können. Ich war seit Jahren nicht mehr krank. Er hat sich nur verlaufen. Ich habe mich nicht verlaufen. Ich entschuldige mich dafür, wenn ich Sie neulich verunsichert habe. Schon gut. Es ist nicht gut. Mein Onkel redet viel über Sie. Mein Dad und ich dachten, Sie könnten tagsüber auf ihn aufpassen. Sie müssten nur für ihn da sein, spazieren gehen und so.
Warum bist du mir von der Party gefolgt? Oder erinnerst du dich nur, wenn es gerade passt? Ich erinnere mich nicht mehr. Du weißt nicht, was du tust. Du bist nicht in der Lage, rationale Entscheidungen zu treffen. Warum bist du einfach weg? Es wurde zu kompliziert. Wie meinst du das? Wieso sind du und Mom eigentlich zerstritten? Als deine Mutter in deinem Alter war, sie war außer Kontrolle. Nicht mit mir. Ich mache eine schwere Zeit durch. Hallo, willkommen zurück. Für Sie das Übliche? Oh ja. Was ist das Übliche? Ich weiß es nicht. Du weißt es? Nein. Erinnerst du dich an sie? Nein. Wir leben in sensiblen Zeiten. Ich glaube, ich höre im Traum sowas wie ein Indianer. Wäre jetzt nicht ganz meine Wortwahl. Und Heinz Hellmich versucht einfach nur, alles richtig zu machen. Sorry, aber das Ganze ist schon ganz schön deutsch. Beiden blonden Kinder, die sehen aus wie aus der Zwieback-Werbung von 1938, 83. Es geht definitiv diverser. Kann man die beiden Familien vielleicht kombinieren? Ich finde das Ganze total heteronormativ. Yes. Auf mich wirkt es noch sehr männlich dominant. Was fehlt uns denn jetzt noch? Vielleicht ein paar Dicke? Transpersonen. Älteren Menschen. Yes. Menschen mit Behinderung. Yes. Nicht binär. Menschen, die sich als Tiere oder Fabelwesen identifizieren. Yes. Sorry, aber für mich sieht das eher aus wie ein Wanderzirkus in Ägypten. Hannes, bitte. Na, das ist das Ergebnis wieder. Unabsichtlich rassistisch. Rassistisch? Ich habe ein kleines Dinner vorgeschlagen, bei dir zu Hause, ganz zwanglos. Mein Job steht auf dem Spiel. Dieses Dinner ist ein Test. Die wollen wissen, wie alt und weiß ich wirklich bin. Wir müssen uns von unserer politisch korrektesten, unserer wokensten Seite zeigen. Wir kochen vegan. Ich könnte meine vietnamesische Pho machen. Sehr gut. Oh, Moment. Ist das nicht kulturelle Aneignung? Bitte was? Wir sollen noch Gäste einladen. Vielleicht mit Migrationshintergrund? Hallo. Was ist denn mit Giorgio vom La Terrazza? Italiener erzählen nicht. Was machen Sie Donnerstagabend? Dieses Dinner, das ist verdammt wichtig. Bitte keine heiklen Themen. Woher kommen Sie? Düsseldorf. Na, ich meine, wirklich. Essen ist fertig. Oh, ich freue mich schon. Ist meine Work-Life-Balance im Lot? Meine Darmflora okay? Benutze ich zu viele Emojis? Krieg, Klima, Viren und dann überall diese Avocado, Toast und Hafermilch. Inzwischen gibt es Menschen, die sich als Katzen identifizieren. Müssen wir jetzt alle öffentlichen Toiletten mit Katzenklos ausstatten? Was geht hier vor, oder? Die Erde brennt. Oh, ist sie auch so heiß? Eins, wo bist du? Hitchcock, Woody Allen, der weiße Hai. Sag mal, haben wir eigentlich irgendwas im Haus, das nicht alt und weiß ist? Jagna Dominikova. Bildhübsch und dazu talentiert. Sie könnte sicher auch einen reichen Witwer heiraten. Mir geht's gut, wo ich bin. Hier bitte. Reine Seite. Danke, aber... Nimm es, Jagna. Ist er nicht der reichste Bauer hier im Dorf? Arm zu sein ist nicht das Ziel Gottes für dich! Wirst du den Alten heiraten? Denkst du, ich habe eine andere Wahl? Der Mann bestimmt die Regeln. In dem Haus, in dem du leben wirst. Dann weißt du, wo du hingehörst als Frau. Ich wünschte, ich könnte mich an den Wolken festhalten und einfach um die Welt fliegen. Ich würde mit dir fliegen. Er ist doch dein Ehegatte. Den wollte ich nie haben. Die Leute im Dorf reden jetzt schlecht über dich. Das ist egal. Sie sind alle verbittert, weil sie begehren, was mir gehört.
Liebe kommt und geht wieder, aber das Land bleibt.